Jetzt zeige ich euch den Zimmermannssteg. Dafür habe ich einen Ast und ein Seil. Das kurze Ende halte ich hier in der Hand, das lange Ende kann erstmal zur Seite hängen. Mit dem kurzen Ende gehe ich nun rum, gehe von oben nach unten um das Seil herum, um dann auch wieder von oben nach unten einen Knoten zu machen. Das Ganze wiederhole ich noch zweimal und kann es nun festziehen. Jetzt habt ihr einen Zimmermannsstag und dies ist ein guter Anfang, um einen Bund zu beginnen, um zum Beispiel einen Einmaster aufzubauen und eure Kote hochzuziehen.